habe ich mich mal zwischen zwei Öfen gestellt, nämlich beides mal der Lumpo, einmal in einer Stahlausführung und einmal in einer gesitterten Keramik, die es jetzt in dieser hellen Variante gibt und du kriegst es rein, auch in dieser dunklen Variante. Immer links oder rechts angeschlagen, der Feuerraum, wie man hier sieht, ja, also beides möglich. Ich gehe erstmal von außen rum, was besonders ist, weil nicht jeder daran denkt. Ich habe nicht nur oben und hinten den Anschluss, sondern auch seitlich. Das heißt, übliche Einbausituation, hier steht der Schornstein in den Raum reingebaut oder eine andere Nische und ich kann den Ofen direkt dranstellen, habe also Sicherheitsabstände natürlich einzuhalten, vom Hersteller vorgegeben, aber habe direkt einen kurzen Rauchgasweg, sieht einfach viel besser aus. Ja? Also da hat Spartherren definitiv mitgedacht. Dann zum Feuerraum, also immer Stangengriff, perfekt. Ja. Der Feuerraum ist für mich schon ein bisschen besonders. Man hat darauf geachtet, dass er tief ist. Das ist immer gut, damit die Temperatur hoch bleibt und der Abbrand auch hohe Temperaturen aufweist. Eine Rillenkeramik, Rillenschamotti hinten, die ich auch wiederum in Schwarz haben kann, wie bei jedem Spartherr-Modell. Und habe halt auch nicht sehr tiefen Feuerraum. Also das Feuerraumvolumen ist relativ gering im Verhältnis zum gesamten Ofen. Dadurch eben auch geeignet für nicht ganz so große Räume und habe nicht die hohe Hitzeentwicklung. Möglich ist halt, hier oben noch einen 60 Kilo Speicher reinzupacken. Der nimmt noch mal ein bisschen mehr Wärme auf. Habe die Möglichkeit dann eben über mehrere Stunden nachzuheizen. Und die unterschiedlichen Varianten, man sieht es eigentlich, gibt es ganz wenig, wo sich das Auge bricht. Also ein Gerät, was auch nach 10 Jahren im Raum immer noch perfekt aussieht, hat die Scheiben, das ist vielleicht auch noch ein interessantes Detail, sind in dem Fall nicht, wie bei vielen Herstellern, einteilig, sondern zweiteilig. Und das ist auch gut so, das hat einmal natürlich einen Preishorizont und die Scheiben, die über Eck laufen, haben einfach für viel höhere Bruchgefahr als gekantete Scheiben. Also so vom Aussehen, vom Design, zwei Modelle, die einfach wirklich überall reinpassen. Man braucht eigentlich nur noch die Farbe auswählen und das war's. Ist von der Leistung auch nicht überdimensioniert mit 4 bis 8 kW. Feuerraum wird das locker mitmachen, auch mit einem Kilo Holz zu heizen. Und man hat ein Gerät, mit dem man lange, lange Feuer hat. Also von uns absolute Kaufempfehlung.